Victim, but Rictus Scambatti, sei nel fenomeno dell'interesse e amore austriaco per Trieste. Secondo me ci sono due fonti, also aus meiner Sicht gibt es zwei Quellen für dieses Phänomen. Das eine ist eine persönliche, das andere eine unpersönliche. Das Persönliche, würde ich sagen, ist als Österreicher unsere alte Sehnsucht nach Dresden, die Nostalgie. Das Unpersönliche ist die Natur. Das heißt, genauer gesagt, die Quelle der ersten Art ist die, wir begegnen hier in Dresden unserer eigenen Vergangenheit. Ja, 1382 bis 1918, das ist wirklich sehr lange, war Dresden bei Österreich. Salzburg, wo wir herkommen, mein Co-Autor und ich, schafft das nicht. Salzburg ist erst seit 1803 bei Österreich, also nicht einmal die Hälfte davon. Anderes, was uns hier an Österreich erinnert hat, waren zum Beispiel auch Vokabeln wie der berühmte Sparherd. Sparherd gibt es jetzt kaum noch. Oder Leschine. Die Schienen, die überall hier herum waren und die auch jetzt schön langsam vom Hafen verschwinden. Oder apropos Schienen, da gibt es ja eine besondere Schiene, nämlich die Tram nach Odžinac, ein Wunder der Technik, Frucht eines österreichischen Ingenieurs Stern, von Stern und Haferl kennt man aus Oberösterreich, der dieses einmalige Eisenbahnkonstrukt geschaffen hat und das man jetzt hoffentlich dank der Initiative von der Literaten hier endlich wieder in Betrieb nimmt. Die zweite Quelle, also die erste Quelle ist die Erinnerungen, an die wir jedes Mal stoßen, wenn wir hier in Dresden sind. Die zweite Quelle ist, kurz gesagt, das Meer. Es wurde uns am 31. Oktober 1918 entzogen und es fehlt uns sehr. Dazu noch einen kurzen Text. Allora, per quanto riguarda il fenomeno di cui si parla in questa sede, per quanto mi riguarda, ci sono due fonti di interesse per Trieste. Una è personale e una è impersonale. Quella personale è la nostalgia per Trieste come austriaco, è la nostalgia per una Trieste cui si arrivava senza attraversare dei confini. L'aspetto impersonale invece è la natura. Ritornando al personale, alla nostalgia, il mio coautore ed io veniamo entrambi da Salisburgo e bisogna dire che Salisburgo è stata austriaca per molto meno tempo di Trieste, circa per la metà del tempo finora. Quando venivamo a Trieste ci incappavamo sempre in vocaboli che rimandavano al passato austriaco di Trieste, come Sparherd, un oggetto purtroppo non più tanto in uso, o come la parola Sine o Schiene, che le rotaie che erano dappertutto anche nella zona del porto. E a proposito di rotaie, ecco, c'è anche la nostalgia per quel prodigio della tecnica, della tecnologia dell'epoca, che era stato il tram di Odžinac e che speriamo, anche grazie alle iniziative di sensibilizzazione, ritorni presto in funzione.
Der zweite Punkt, das Meer. Die zwei großen Klassiker der österreichischen Literatur, Franz Grillparzer und Stifter, haben das Meer gesehen, und zwar von hier aus, von Triest. Sie sind über... ich lese kurz vor. Franz Grillparzer machte seine Reise ans Meer 1819. Und er fuhr über den Semmering. Die Marter der Ersten ohne Ausruhen und Schlaf durchreisten nachtbedeckte alles Übrige. Weiter ging es über Bruck, Krez, Marburg, schlechtes Frühstück und so weiter. Grillparzer war immer ein bisschen grantig. Endlich Laibach. Die Stadt sieht traurig und öde aus, ist es aber inwendig weniger, als es von außen scheint. Schlechte Wirtshäuser, elendes Essen, Abfahrt um 5 Uhr. Als der ersehnte Morgen anbrach, waren wir über Planina, Adelsberg, Prewald hinaus und Sesana. Die letzte Station vor Triest lag vor uns, der Karst. Er beeindruckte nichts, es war, als hätte Gott hier gestanden und als er nach dem Falle der Menschen den Fluch über die Erde aussprach, da ist er gar nicht so weit entfernt von der Legende der Entstehung des Karstes. Allmählich, wie wir uns Triest näherten, merkten wir eine beträchtliche Veränderung des Klimas. Die raue, kalte Luft war milder und alles schien uns anzukündigen, dass wir hier am Eingang Hesperiens ständen. Einige Landsleute, die bizarr braun und rot gekleidet zu Pferde und zu Wagen uns begegneten, stimmten mit all dem überein und spannten unsere Erwartungen so hoch, als es nach 3 durchwachten Nächten, nach einem Kurierritt von 80 Meilen immer noch möglich war. Endlich die Dogana von Obchina, ein Hügel hinauf, und da lag es vor uns, weit und blau und hell, und es war das Meer. Etwa 40 Jahre später kam unser zweiter großer Klassiker Adalbert Stifter an dieser Stelle. Oben in Obchina beim früheren Hotel Obelisk. Stifter schreibt: Ich habe das Meer gesehen. Ich kann Ihnen mit Worten nicht beschreiben, er ist sonst nicht so emotional, der Stifter, wie groß die Empfindung war, welche ich hatte. Alle Dinge, welche ich bisher von der Erde gesehen hatte, Alpen, Wälder, Ebenen, Gletscher etc., versinken zu Kleinigkeiten gegen die Erhabenheit des Meeres. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Ich hatte eine so tiefe Empfindung, wie ich sie nie in meinem Leben gegenüber von Naturdingen gehabt hatte. 2 Stunden des frühen Morgens am 20. Juni blieb ich auf dem Hügel bei Obchina sitzen und sah auf das tief unter meinen Füßen liegende Meer. Wie groß ist Gott, wie herrlich seine Welt. Ende. Franz Grillparzer arriva a Trieste nella primavera del 1819, intraprende questo viaggio verso il sud. Leggiamo nei suoi libri che lui viaggia attraverso, passa attraverso il Semmering, il martirio della notte passata senza dormire, senza riposo, copre tutto il resto, fa dimenticare tutto il resto. Poi continua attraverso Prug, Grez e Maribor. Cattiva colazione, qui sempre molto telegrafico, Grillparzer nei suoi diari. Qui il paesaggio comincia a cambiare. La regione, la bella e gioiosa regione della Stiria,
qui finisce e cominciano dei grossi cambiamenti. Continuiamo per zone che non hanno, che hanno una certa somiglianza con, la, con il salisburghese. E poi questo è quello che gli salta all'occhio. Infine, poi sempre nel diario, infine Ljubljana. La città ha un aspetto triste e desolato, ma è come se, che, se risuona, risplendesse dall'esterno. Cattive osterie, cibo penoso e infine la partenza la sera alle 5. Hast du das auch gelesen? Nein, was Gott mit der Erschaffung der Erde fertig macht. Saltiamo il carso. Saltiamo il carso. Quindi abbiamo un poeta riparse, Franz Riparse, di pessimo umore, tutto sommato, arrivando a Trieste. Gradualmente, come ci avvicinavamo a Trieste, notammo un evidente cambiamento del clima. L'aria fredda e ruvida era diventata più dolce e tutto ci sembrava annunciare che eravamo all'ingresso del giardino delle Esperidi. Alcune persone del posto che erano stranamente abbronzati e vestiti di rosso a cavallo e in carrozza ci sono venuti incontro e avevano elevato le nostre aspettative a tal punto che dopo tre notti senza sonno e dopo una cavalcata di 80 miglia sembrava sempre possibile, infine, finalmente la dogana di Orcina, una collina su per la collina, e lì c'era davanti a noi, blu e chiaro, ed era il mare. Invece Adalbert Stifter ha un atteggiamento meno emotivo, una reazione meno emotiva nei confronti del mare. Si tratta sempre della vista da officina all'altezza dell'hotel Obelisco. Ho visto il mare. Io non posso descrivervi con parole come è stato grande il sentimento che ho provato. Tutte le cose che io avevo visto fino a quel momento della terra, le Alpi, i boschi, le pianure, i ghiacciai, eccetera, sembravano sprofondare, diventare delle piccolezze rispetto all'assolutezza del mare, rispetto a quanto il mare era in alto, era superiore a tutto il resto. Non sapevo come succedeva. Avevo così un sentimento così profondo come non l'ho mai provato nella mia vita rispetto ai fenomeni naturali. Sì, in realtà, scusate, ho tradotto male prima, che avevo un atteggiamento meno emotivo, in realtà era un atteggiamento molto più emotivo. Grazie a Kurt Strasser per aver aperto la strada degli austriaci verso Trieste, verso l'immobiliare anche di Trieste, e grazie per i tuoi insegnamenti all'università.